zusammen. So, dieses Wochenende geht es mal wieder auf eine Business-Veranstaltung in einem wirklich ganz tollen Landgasthof, wie wir schon gesehen haben. Und zwar sind mein Mann und ich ja beide selbstständige Travel-Agenten, Home-Travel-Agenten, um es genau zu sagen. Das heißt, wir sind in der Reisevermittlung tätig und da werden wir aber dementsprechend bei dieser Firma, also bei TMG, wo das eben auch unter dessen Dach das läuft, wirklich öfter geschult. Es gibt ganz tolle Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen, die man da nutzen kann. Ja, und wir haben uns eben für dieses Wochenende auch angemeldet. Fahrzeit wird so circa 3,5 bis 4 Stunden sein. Deswegen haben wir auch gesagt, fahren wir nicht erst morgen früh los, weil das Ganze geht erst morgen früh dann um 10 Uhr los, sondern machen einfach schon mal eine Zwischenübernachtung in so einer Art Studio. Da haben wir auch eine kleine Küchenzeile oder sowas haben. Mal nachher schauen, wie das ist. Ja, und dann werden wir dann nachher, also ich mache mich dann gleich auch nochmal ein bisschen fertig hier und so weiter, letzten Sachen packen und wenn mein Mann dann von der Arbeit kommt, dann werden wir dahingehend losfahren und sind schon ganz gespannt, was uns dann an diesem Wochenende so alles noch erwartet. Abends soll dann auch noch wohl ein bisschen was mit Chicken essen und so weiter sein. Schauen wir mal. Wir sind jetzt in unserer Zwischenunterkunft quasi angekommen. Das Ganze heißt City Studios Treiser, wenn es so ausgesprochen wird. Das ist in Schwalmstadt und wir sind total angetan und begeistert. Wir bezahlen hier 58 Euro für die Nacht für uns beide. Und wenn man hier reinkommt, haben wir als erstes schon mal hier so eine kleine Küchenzeile. Da hat man also so eine Kochplatte, da steht ein Toaster. Die Brötchen im Übrigen gehören zu dem Frühstück, was inklusive ist und auch das, was hier im Kühlschrank steht. Also da ist so ein erstes kostenfreies Frühstück für die erste Nacht mit drin. Ihr seht hier Müsli und Joghurt. Da unten der Wein ist für uns, das Wasser, Bier. Das können wir also alles so trinken, essen. Das kostet also nichts zusätzlich. Ja, hier ist dann allerhand so an Geschirr, also richtig. Schöne weiße Teller, Weingläser. Oben wäre auch noch eine Schüssel, wenn man sich Salat oder sowas macht. Also das ist ganz toll, wenn wir hier aufmachen. Ist da dann einmal eine Mikrowelle und sogar, jetzt mal, ja, gerade ging es noch, jetzt geht es auch. Und zwar eine kleine Spülmaschine. Ja, also das finde ich schon richtig, richtig toll für, 9, für 58 Euro die Nacht. So, auch das Badezimmer total schön. Was piept jetzt? Jetzt weiß ich nicht, was piept. Oh, wahrscheinlich, weil ich die Spülmaschine wieder zugemacht habe. Ne, also hier alles so richtig schön mit Waschbecken. Hier in den Schubladen, da ist dann noch, unten war es, glaube ich. Ich hatte gerade schon mal geschaut. Irgendwo hatte ich es schon gesehen. Genau, hier. Da hat man dann eben noch die Gläser, einen vernünftigen Kosmetikspiegel, für Frauen nicht ganz unwichtig. Einmal einen Föhn. Ja, hier das Ganze, wie man sieht. So, da oben dann noch so ein Duftfässerchen. Handtücher sind hier. Das ist der Running Gag, seit wir einmal keine hatten. Ihr wisst das vielleicht noch, wenn ihr das andere Video gesehen habt. Hier sogar ein bisschen schöne Dekoration. Ja, Toilette, alles sauber, ordentlich. Hier die Dusche. Also da kann man wirklich nicht meckern hier. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar gehen wir dann jetzt in den Wohn- und Schlafbereich. Da sitzt mein Mann und beschäftigt sich gerade damit, wie das hier mit dem Fernseher geht. Hier ist wohl Netflix und alle sowas mit drauf. Aber da müssen wir mal schauen, wie das geht. Ja, wie ihr seht, tolles Bett, tolle moderne Einrichtung. Gut, das ist jetzt nicht mehr relevant, weil es nicht so warm ist wie die letzten Tage. Aber sonst ist hier oben ein schöner Deckenventilator. Da hinten noch so ein Schränkchen, auch mit Weingläsern, wenn ich das richtig sehe. Ich muss da mal eben hin, weil da so weit war ich noch nicht. Ja, genau, hier stehen dann auch noch Weingäste. Jo, und dann noch so ein, auch noch eine Getränkeauswahl, die man wahrscheinlich dann irgendwie noch ordern kann. Hier unten liegt noch sowas wie eine Karte. Das werden wir jetzt wohl nicht so unbedingt brauchen, weil wie gesagt, wir sind ja hier nur zur Zwischenübernachtung. Aber was hier auch noch gibt, so eine Kaffeemaschine und hier sind dann auch noch entsprechende Kapseln dazu.
in so einem schönen Glas angerichtet hier. Zucker, Süßstoff, auch noch Tee, also alles da. Ja, hier haben wir jetzt unseren Esstisch und Kleiderschrank hinten, wo auch alles reinpasst. Da ist noch so eine Tür, da haben wir unseren Koffer erstmal abgestellt. Immer meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die ich immer so verteilt nehme, habe ich mir die Dosen jetzt erstmal da parat gestellt, passend zum Tisch. Also alles richtig, richtig schön. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal, wir haben uns noch was mitgebracht, so ein Bulgur-Salat und so ein Beef Teki. Das werden wir uns jetzt hier gleich gemütlich machen mit einem Glas Wein dazu. Ja, und ansonsten schauen wir dann, was uns dann morgen erwartet, wie das Hotel dann ist und wie die Schulungen so weiter sind. Aber jetzt machen wir uns dann erstmal den gemütlichen Abend in dieser richtig, richtig schönen Location. Heute mal ein bisschen was an Fertiggerichte, sonst nicht so unbedingt. Schmeckt's? Oh, der Wein schmeckt auch. Also, dann machen wir mal Sehr weiter mit dem lecker. Essen. Ich zumindest, mein Mann ist noch nicht mal geduscht, aber ich habe hier schon mal Frühstück vorbereitet. Ja, ihr seht das, was da gestern im Kühlschrank stand. Also haben wir jetzt alles schön ein bisschen hier angerichtet. Für 58 Euro die Nacht wirklich absolut top. Ja, und dann müssen wir mal schauen, dass wir dann gleich circa 20 Minuten oder so sind es noch, die wir bis zu unserer Location dann brauchen, wo dann nachher um 10 Uhr die Schulung anfängt. Ja, jetzt würde ich sagen, frühstücken wir erstmal und wir hören uns später nochmal. Das sieht hier auch ganz nett schon aus. Wir waren schon drinnen, haben uns kurz erkundigt. Zimmer sind zwar noch nicht fertig, aber wir haben ja jetzt auch gleich erstmal Schulung, von daher brauchen wir ja auch noch kein Zimmer. 9:30 ist dann irgendwann Treffen. Sind schon mal ganz gespannt. Also hier ist es echt sehr, sehr idyllisch. Aber dieser Landgasthof hier echt schön, auch von innen. Ich habe schon ein paar Fotos gemacht. Ja, und dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Richtig gut. Wir sind mittlerweile hier in unserer heutigen Unterkunft. Das ist der Landgasthof Hotel Hess und das ist ein richtig, richtig schönes Gebäude, so ein bisschen uriger und die Zimmer sind ganz toll. Das zeige ich euch gleich jetzt auch nochmal hier, unser Zimmer von hier. Ja, der Schulungstag, wie gesagt, sehr spannend. Gerade so, wenn man wie wir Quereinsteiger in der Reisebranche ist, da bekommt man dann viele Eindrücke. Wir haben gerade eben jetzt auch den quasi Geschäftsführer kennenlernen dürfen. Das war ein super sympathischer Herr, total lustig. Wir hatten ganz viel Spaß jetzt gerade so. Und jetzt machen wir uns ein bisschen frisch und dann ist gleich um 20 Uhr gemeinsames Essen. Da können wir auch noch mal mit ihm reden und mit allen anderen. Und das soll dann ganz locker werden, mit schön noch zusammensitzen, sich austauschen. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, und morgen ist dann noch mal bis mittags Schulung.
Wir hatten heute über Tag dann auch reichlich immer wieder was zu essen. Es standen immer Brötchen, belegte Brötchen bereit. Es gab Kaffee, Tee, Apfelsaft, Wasser, zwischendurch Kuchen. Ein Mittagessen gab es noch. Das war so eine, was war es? Erbsensuppe, glaube ich. Wenn ich so richtig jetzt, konnte ich nicht. Erbsensuppe mit Würstchen drin und ein reichhaltiges Salatbuffet, Baguette dazu. So, und gleich gibt es dann halt nochmal richtig Abendessen. Ja, und dann werden wir mal schauen. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir hier für ein tolles So, Hotel haben. Kommen wir hier gleich rein und dann haben wir hier schon mal einen großen Spiegel, einen langen Ganzkörperspiegel. Das ist auch ganz toll. So, und hier ist dann das Bad. Richtig, richtig schick. So Fliesen und so. Gefällt mir jetzt persönlich auch ganz gut. Dusche, ja, große Kosmetikspiegel, normaler Spiegel, auch nochmal ganz groß. Also hier kann man das nicht sehen. Dann haben wir hier das Waschbecken sehr schön gemacht. Föhn und Handtücher sind natürlich auch da. Also hier ist alles vorhanden und richtig, richtig schick. Alles sauber, alles so, ja, so richtig schön. Hier unser schönes großes Bett. So, sieht sehr gemütlich und sehr schön einfach aus. Da hinten hätten wir noch eine Couch. Ich glaube nicht, dass wir die groß nutzen werden. Aber weil wir jetzt gleich dann eben den Abend noch unten verbringen werden und da bestimmt noch ein bisschen länger sitzen. Ja, und ansonsten, hier ist noch so ein. Steht jetzt gerade meine bessere Hälfte vor. Hier ist noch ein Fernseher, so eine Art Schreibtisch mit Stuhl. Und auch wenn wir nach draußen gucken, haben wir von hier einen richtig schönen Ausblick. Da könnte man draußen sitzen und so, wenn das Wetter jetzt heute gut wäre. Es ist jetzt nicht ganz schlecht, aber es ist natürlich noch ein bisschen kalt. Wir haben nachher in so einem, ja, es heißt Sommergarten, sieht aus wie ein Wintergarten. Wir haben es gerade schon gesehen, dass da eingedeckt ist. Und das wird bestimmt gleich noch ganz schön. So, dann mache ich mich jetzt erstmal ein bisschen frisch nach der langen Schulung und dann filme ich nachher natürlich noch ein bisschen was, was es da so in dem Sommergarten gibt. Und das hier sehe ich jetzt erst, darum zeige ich euch das nochmal schnell. Das ist ja voll niedlich. Hier liegt ein kleines Betthupferl. Und zwar sind das so, ja, Gummibärchen sind es ja nicht, sondern Schlafschäfchen. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen, aber das finde ich ja mal mega niedlich. Nacht und gerade sind wir, wie ihr es gehört habt, vom Feueralarm. Hier alles natürlich panisch drauf, aber zum Glück nur Fehlalarm. Aber trotzdem muss die Feuerwehr jetzt anrücken. Ja, und jetzt stehen wir erstmal in der Kälte. Guten Morgen zusammen. Ja, nach dieser relativ kurzen Nacht, wir haben ja noch lange unten gesessen, so bis halb eins irgendwo. Und dann gegen halb zwei war ja dieser Feueralarm, der dann zum Glück ein Fehlalarm war. Geht es jetzt gleich erstmal frühstücken und um 10 Uhr beginnt dann der zweite Schulungstag. Ja, und der gestern war schon richtig interessant, spannend, so gerade auch dann zum Schluss, wo man eben nochmal mit dem quasi Chef reden konnte, auch dann noch ganz gemütlich beim Essen, also wirklich total entspannt alles. Bin ich schon sehr gespannt, was dann jetzt heute auf uns noch wartet. Ja, gegen 13 Uhr wird dann Ende sein mit einem und das Ganze dann mit einem gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen und dann geht es auch schon wieder auf den Heimweg. Aber davor, wie gesagt, jetzt gleich Frühstück und die nächsten Schulungseinheiten.